Hallöchen und willkommen zu dem 7. Spieltag der OPL. Diesmal haben wir einen Gast mit dabei und zwar ist es der liebe Ghost King. Bonjour mon ami, ça va? Ja gut, mein Gegner ist der Slitzy TV. Slitzy! auf jeden Fall könntest du ihn ja mal sein Team vorstellen. Ja, also der Schlitzi hat da Blöckchen Bronson, wahrscheinlich defensiv, weil dein Kader davon doch durchaus weggetankt werden kann. Wahrscheinlich auch mit Rocks, weil Rocks bieten sich auf Bronson eigentlich immer ganz gut an. Deswegen ist eigentlich Bulky as hell. Ja, dann als nächstes haben wir einen Glurak, wahrscheinlich Mega X, weil ja, passt besser ins Team rein und macht dementsprechend auch wahrscheinlich mehr Schaden. Ja, es ist mega Glurak-X. Ja, sag ich ja. Und mit dem Drachentanz kann es halt gefährlich werden, vor allen Dingen, weil du, ja, vielleicht hast du einen Switch hin, vielleicht aber nicht. Na, komm. Das sehe ich ja, wie du die Sets gespielt hast. Auf jeden Fall, danach kommt Choicebacks Primarine, ist relativ. Das könnte es eventuell auch gewesen sein, ja. Also ich war mir immer noch nicht sicher, so. Ob es Choicebacks. Ich denke, bei dem Team passt das mit am besten rein. Auch wegen der Coverage und so weiter. Und Primarine mit Choicebacks ist das beste Set, was man haben kann. Oh ja, definitiv. Funktioniert halt. Ja. Mm. Deswegen. Turbuts haben wir dann als nächstes. Das könnte sowohl physisch als auch speziell offensiv sein, weil als Rocksetter hat er es diesmal nicht gemacht, so wie das aussieht, der Schlitzi. Hm. Ja, mal gucken, was das Turbuts macht. Ja. Ja, dann haben wir Mantax als wahrscheinlich spezielle Wall. Das bietet sich eher an als Bronson als spezielle Wall, je nachdem halt. Ich meine, Bronson kann beides, aber Mantax ist halt speziell defensiv besser. Hm. Auf jeden Fall. Und naja, das kann halt Defog wahrscheinlich auch. Es ist einfach dafür da, ein bisschen zu überleben, ein bisschen was zu checken oder zu countern sogar, je nachdem, wie deine Sets sind. Hm. Ne? Und dann gucken wir mal, wie der das einsetzen wird. Und als letztes natürlich mein Lieblingswolkentrio, das Landorus. Kann tatsächlich auch durchaus defensiver sein in der Variante. Je nachdem, ich weiß nicht. Oder ist halt der Choice Scarf, weil du Kyurem Black hast. Also ich habe, wenn ich jetzt ehrlich bin, diesen Choice Scarf gerochen gehabt, aber er war nicht Choice Scarf. Er war nicht Choice Scarf. Er war so ein defensiveres Set, sodass er eine Hidden Power Ice von meinen Mega Manectric tankt. Ah, du hast Mega Manectric. Ja, habe ich. Ja. Wahrscheinlich auch mit Yachi Berry und so Kram, ne? Das weiß ich jetzt nicht, ob er da Yachi Berry hat. Die Kyurem-Beere? Nee? Okay, gut. Ich weiß nicht, ob er die Anti-Eisbeere hat. Du wirst auch sehen, warum. Ja. Ja gut. Soll ich meine kompletten Sets sagen, die ich gespielt habe, oder einfach nur so? Die Richtung, in der du sie gespielt hast. Okay. Das wäre das Beste. Ich habe ein physisch-defensives Ravigata gespielt, um in einem Mega-Gurrex halt reinswitchen zu können, mindestens einmal. Das ergibt Sinn, ja. Hat natürlich auch die Tarnsteine. Dann habe ich ein Scarf Kyurem Black. Ja, bietet sich an, klar. Genau. Ja. Ein Assault Vest Flambirex, was komplett im Angriff und halt Hälfte Spezialverteidigung und Hälfte KP investiert war. Das ist ein gutes Set. Um halt so einen speziellen Move zu tanken. Von Primarine hauptsächlich. Oder Tobits. Unter anderem muss nicht unbedingt sein, aber ich glaube, es war ein anderes eher gewesen, glaube ich. Weil er noch andere krasse Monster. Ja. Der hat also Tankgrowth auch noch so. Ah, Tankgrowth, okay. Und, ja, gut. Mit dem Feuertypus kann man gegen Tankgrowth im Gegenzug natürlich mehr machen, das ist klar. Genau. Dann guter Check, ja. Habe ich noch ein Tantoxa, was gespeedcreeped ist auf ein Fullspeed Lando und den Rest habe ich in der physisch defensiv reingemacht und halt Full KP. Okay. Und
da den Reflektor drauf. Und Toxic Spikes. Dann habe ich einen Modest Specs Necrozma, um halt Schaden reinzuhauen. Specs Necrozma, interessant. Ja, und ein speziell defensives Panzer Eron. Okay. Also im letzten Kampf hat dieses speziell defensive Panzer Eron mir komplett diesen Kampf gecarried. Ob es diesmal reicht, das weiß ich nicht. Ja, weiß man nicht, ne? Ja. Also, er könnte halt potenziell auf Turbot sowas wie Donnerblitz attachieren. Das könnte er tatsächlich schon. Oder Luwak, ne? Wobei er auf einen Konter halt achten muss. Was potenziell drauf sein kann. Das potenziell drauf sein kann, nicht richtig. Ja. Oder du könntest halt auch so ein verrücktes Set sein mit, wie heißt das, Schwächenschutz und Hochrüstung. Ich habe das im letzten Spieltag versucht, so ein Bruchrüstung-Schwerthandset. Es hätte durch das ganze Team durchgehen können, bis auf 2-3 Mods. Ja. Aber bekommen wir erstmal sowas raus, ne? Ja, nee, das ist klar, auf jeden Fall. Ansonsten, statt Schwächenschutz kann man nehmen wir die Ock, wenn zum Beispiel Mega Glurak X dabei ist. Ich hatte da Lefties drauf, tatsächlich. Ah, Lefties, ja, das bietet sich, ne? Ganz gut an, noch zu immer. Das ist immer so ein Steady. Heilung ist ganz gut. Ja. Ach ja, Items auf Tentaxa war Giftschleim und bei Rabigator die Anti-Wasserbeere. Die Anti-Wasserbeere für hier. Ja. Um halt eventuell einen Wasser-Move von Primarene zu tanken, was ich jetzt so weniger vermute. Ich würde gerade sagen, eine Hydro-Pumpe wird reichen, trotzdem. Oder wird halt auf jeden Fall mindestens 3/4 Schaden machen. Und ja. Mantax, gut. Mantax könnte dadurch eher gecheckt werden. Ja, gut. Ich würde mal sagen, wir starten. Genau. Let's go! Gut. Bisschen verbuggt die Aufnahme, wa? Das kann wegen der Übertragung sein. Auf jeden Fall, er leadet halt hier mit Bronzong und ich mit meinem Rabigator. Ja, das haben wir gesehen. Und Nils Lachs. Nice. Ja. Weil es sein Signature ist, deswegen habe ich es so genannt. Er hat halt natürlich die super krassen Spitznamen auf Doom. Ja. Er hat hier wahrscheinlich was predicted oder wollte erstmal scouten. Ich bin aber safe für die Tarnschelle gegangen. Gut, sehr gut. Ja. War halt der beste Play, ne? Warum nicht? Außerdem wird dadurch sein Glurak hat. Und der Abschlag kommt und der macht sehr schön Schaden. Der macht richtig guten Schaden. Ja. Also war es gar nicht. Ich dachte mir so, dass gar nicht so physisch defensiv sein muss, oder? Weil. Naja, das Ding ist, Rabigator hat auch einen sehr guten Angriff. Also ich hätte vielleicht auf Bronzong die Cobra Berry gespielt, gerade für das Matchup. Aber gut. Ja, hier habe ich jetzt predicted gehabt, dass er nochmal für einen Schutzschild geht, um halt Chip-Damage zu kriegen auf meinen Dings, aber er geht stattdessen auf Tarnsteine, sprich ich hätte das gar nicht machen müssen, hätte Knock-Off drücken müssen und das Ding wäre tot gewesen. Ja. Ja, das ist richtig. Stattdessen aber jetzt kannst du ja geht er halt setzen. Wieder. Könnte ich. Ja. Ich bin aber für einen Reflektor gegangen. Okay, warum? Warum? Weil das Ding kann dir so erstmal nicht viel. Ich wollte den Erdbeben abschwächen. So, das war der Hintergrund. Okay. Ja. Gut, das kann es theoretisch natürlich. Jetzt wollte ich das Bronzong eigentlich rausnehmen mit dem Siedewasser, aber er wechselt halt hier Turbots rein. Und was ich auch das könnte nicht verstanden hatte. Ja, wer weiß. Vielleicht wollte er einfach auf. Jetzt, weil er es auf Bronzong nicht hat. Und oder er wollte. Ne? Hast du gerade diesen Schaden gesehen, dass das Turbots gemacht hat mit einer sehr effektiven Kehrtwende? Tatsächlich nicht. Wie viel denn? Das war nicht viel. Weil, wie gesagt, durch Prisma-Rüstung und Reflektor war das einfach kein Damage gesehen. Und jetzt sehe ich's. Ja, jetzt siehst du auch, warum ich nicht weiß, ob es eine Anti-Eisbeere hat. Weil es gewonshottet wurde. Genau, das war eine High-Roll. Und ab da an meinte mein Gegner, dass ich ihn komplett außer Konzept gebracht habe, weil ich das Ding gewonshottet habe. Ja. Und ich war sogar noch schneller.
Ja, also muss das Ding auf jeden Fall komplett physischen Bulk investiert worden sein. Ja, physisch nicht, es hat speziell defensiven Bulk auch noch drin gehabt, weil HBI ist von Mega Man Actric, ne? Ja, klar. Hier habe ich halt den Moon Blast auch predicted gehabt, deswegen bin ich auch in meinen Tentoxel also, rausgegangen. Das ist sehr gut, ja. Währenddessen geht auch der Reflektor weg, genau. Und jetzt wechselt Aerons, weil er das Matchup nicht haben will auf Bronzong als Fodder, denke ich mal. Entweder also hat die Gift-Attacke predicted, ich habe auch Matschbombe drauf, aber ich war safe und habe einfach schon die erste Lage Giftspitzen gelegt. Ja, das kann man immer sehr gut machen, auf jeden Fall. Ja. Zumindest jetzt bei dem Matchup bot sich das auf jeden Fall an. Mhm. Hast du auch Genesung auf dem Ding gehabt? Deswegen hat keine Recovery, leider. Achso, gut. Dann die einzige Recovery, die es hätte, wäre Z-Haze. Ja. Aber ich habe keinen Zeitstein da drauf. Mein Zeitstein ist auf Kyurem. Ja, verstehe. Und ja, hier habe ich... Wollte ich eigentlich nur noch Knock-Offen, weil das Bronzong weggehen soll und allgemein die Items weg sein. Ich wollte gerade sagen, selbst wenn er auswechselt, dann Item. Aber er bekommt jetzt hier gleich einen Lucky Play. Ach, den Double Protect. Genau. Okay. Ekelhaft, ja. Aber keine Sorge, ich habe mich schon... Ich habe mich danach noch rächen können. Für den Double Protect. Alles klar. Bin ich gespannt. Ja. ja. Die Toxin ist halt eklig, weil sozusagen mein einziger Switch-In ist halt sozusagen jetzt zunichte. Eigentlich schon, ja. Megasaat. Ja. Aber er geht hier dennoch wieder in Turbots. Warum auch immer. Das wirst du gleich sehen, warum. Okay. Aber ich bin jetzt hier ein Slashiger. Also eigentlich sollte das ja Slashy TV heißen, aber weil da denn das Wort Shit zustande kommt, hätte das nicht tauschen können. Achso. Das ist richtig dumm gewesen, jetzt heißt es halt auch noch Slash. Okay. Und du verstehst, glaube ich, die Anspielung, oder? Weil das eine hieß Schlitzi, das andere Slashy. Ja. Richtig. Hm. Passt halt nicht rein, so. Ist halt so. Ach ja, jetzt fängt das gleich an mit meiner kleinen Racheaktion gegen den Double Protect. Okay. Und zwar kommt jetzt ein kleiner Stallkampf. Ja, drückt jetzt hier erstmal Whirlpool. Was mich ein bisschen verwundert hatte, warum er Whirlpool spielt. Und ich bin einfach instant für Toxin gegangen, weil ich nichts anderes machen kann, weil mein einziger Angriffsmove ist Konter. Ja. Und ich wollte das Panzeron einfach nur auf Full Life haben. Warum weißt du eigentlich? Ja, wegen potenziellen Switchen auf Mega Glurak. Genau. Ja. So, jetzt kommt die zweite Überraschung. Er spielt Hydropumpe. Das auch noch. Ja, okay. Ich hab da. Also, es war schon recht komisch, warum der Hydropumpe und Whirlpool spielt. Warum nicht Siedewasser? Ja, ich weiß es nicht. Weil Siedewasser hätte sich doch super an gegen Vieh. Definitiv. Also, ich meine, der Hydropumpe ist stärker natürlich, aber dann sollte er doch lieber Primarine. Mhm. Also. Aber wenigstens hat er halt keine Hydropumpe gemisst und jetzt geht er hier für den Rückenwind. Ja. Weil er meinte, er wollte mit Lando hinter Rückenwind durch mein ganzes Team durchgehen, was er, glaube ich, auch schaffen könnte. Ja, hätte er auch, aber Lando... Ja, das Dumme ist, er wäre eigentlich an Panzeron eher weniger vorbeigekommen. Weil so ein richtig full physisch defensives Panzeron macht halt... Ja. Da machst du halt, selbst mit Demeteros kaum noch was. Außer das du packst jetzt hier noch so eine Hidden Power Fire mit raus. Ja, richtig, richtig. Sowas kann man natürlich ganz gut spielen. Tatsächlich auch trotzdem noch mit hartem Weg. Nein, gut. Gucken wir mal weiter, was macht er denn hier? Ich meine, abgesehen von Stolen. Es ist halt mein einziger Play gewesen, den ich hier machen konnte. Ja. Nur mit Ruart hochrüsten. Ja, verstehe schon. Letztendlich, Ja, und glaube ich, ab diesem Punkt hat er schon halb wieder aufgegeben gehabt, weil er zweimal hintereinander für Whirlpool gegangen ist. Anstatt auf die Hydropumpe. Genau.
Und jetzt kann ich dir auch sagen, er hatte nicht mal Defog auf Mantax drauf. Warum das denn nicht? Das habe ich mich auch gefragt, weil du musst ja Hazard Removal spielen, wenn du Mega Glurak hast. Ja, spätestens wenn es. Und er hat sogar noch gerade KP-Anzahl, wie man sieht. Ja, richtig, richtig. Also da spielt jemand entweder nicht sehr oft, aber er hat keinen Bock drauf. Also das irgendwie so. Das kann auch sein, dass er keinen Bock hat auf ungerade KP-Anzahl. Auf jeden Fall, ich habe es geschafft, dass ich full life bin. Weil ich habe halt hier auch instant den Konter gedrückt, weil sturdy, ne? Ja, klar. Und ich habe sogar noch Crit kassiert, was eh nicht mattert, weil wegen der Robust halt Glurak weg ist. Mm. Spätestens halt durch den Konter. Genau. Ha, und ha. Ja, somit hat Panzerion seinen zweiten Kill bekommen. Nice, auf jeden Fall. Ja. Ist halt der Panzerjet. Genau. Wie ich ihn ganz gerne nenne. Ja. Bei mir heißt er normalerweise Bird of Steel. Ja, oder Steelbird oder so. Ja, jetzt ist er hier in Turbots gegangen und ich habe mich dazu entschieden, meinen Panzer zu sacken. Ich habe aber den Gedanken gehabt, dass er wirklich straight für Psychokinese geht und ich mir schon eventuell hätte denken können, dass ich jetzt, wie du jetzt siehst, in Necrozma reinwechseln könnte. Ja. Aber ich wollte es halt doch noch safe spielen. Ne, verstehe. Weil er noch Zauberschein hat, unter anderem. Erstens das, zweitens, man kann ruhig Schockwelle. Wow, okay. Es war halt der safe Play gewesen, weil Schockwelle reicht aus, weil die Death von Turbos ist halt nicht gerade so gut. Und nee, das ist ja kein Ding. Wäre er in Primarene reingewechselt, hätte das Ding auch guten Schaden genommen, weil, wie man jetzt auch gleich sieht, ich bin schneller. 50%. Ja gut, aber Necrozma ist allgemein schneller. Ja, ich war halt. Aber er hätte Timid Full Speed vielleicht sein können und dann hätte es auch outspeedet, so ist es nicht. Und er spielt jetzt hier Schaumserenade. Okay, es reicht halt dann auch aus. Na klar. So mit Quinten ist hier, glaube ich, auch, wenn ich es jetzt nicht vorne wegnehme, weil man sieht, er hat kaum noch Pokémon und so. Ja, richtig. Und ich bringe mein Slicey TV rein. Ja. Alles so mit Schlitzi, Slicey und so. Ja, schön. Und drück nur noch Kreuz dann und gewinn dir diesen Spieltag 4-0. Richtig, weil safer konntest du es einfach nicht unterspielen. Ja. Es hätte sogar ein 6-0 werden können, so ist nicht, aber das wäre halt sehr risky. 5-0 hätte es auch noch werden können, so ist es auch nicht. Aber, ja, wie gesagt. Aber 4-0 ist safe und ja. Und ganz ehrlich, er hat ja teilweise auch einfach aufgegeben, deswegen. Ja, tatsächlich, ja. Ich könnte noch den Namen von Flambirek sagen, das war Schnitty TV. Okay, ja. Ja. Zum Glück hat er den nicht gesehen, weil das war, glaube ich, der schlechteste Name von ihm. Ja, das war, glaube ich, nicht der schlechteste. Ja, gut, im letzten Kampf hieß, glaube ich, Flambirex Unges Essen. Wow. Weil Fleisch und er Veganer. Ja. Ja. Und das war der Milch vorletzte ist Gift. Kampf. Ja, und das war der vorletzte Kampf. Und der letzte Kampf war Meat ist Gift. Meat? Ja. Ja, Meat, also Fleisch. Ja, ja, ich weiß. Ich habe halt gute Namen. Bakayaroka. Ja gut, schön. Möchtest du noch ein paar abschließende Worte sagen? Außer, dass er wirklich, ich weiß nicht, er hat einfach aufgegeben. Das hätte er nicht machen müssen. Ja. Er hätte aber auch Defog auf Mantax dringend spielen müssen. Ich kann dir sagen, wirklich warum dringend er das so alles gespielt hat, weil er damit gerechnet hatte, dass ich Mega Voltense mitnehme. Was ich aber nicht getan habe. Und als er halt mein Team gesehen hat, dachte er sich schon, ja, okay, hast gewonnen, sozusagen. Aha. Weil er sich sehr stark auf Mega Voltense vorbereitet hat. Ja, okay, das ist das Problem, wenn man, also ich kenne das selber, wenn man sich auch für ein bestimmtes Pokémon fixiert. Das Dumme ist einfach nur, warum bereitet man sich auf Mega Voltense vor, wenn ich sowas wie Flambirex und Kyurem Black habe? Da ist doch Voltense so ein bisschen schwächer so in dem Sinne. Es ist zwar noch immer noch also, stark, aber ja, ich verstehe was.
weil Voltenso ist eigentlich relativ predictable. Ist meistens halt, Full Speed, meistens Full Special Attack. Full Speed brauche ich meistens nicht spielen, das ist ja das Gute. Naja, wenn du Scarf predictest, gewissen Monster, dann ja, Speed, okay. Dann ja. Solltest du. Aber ansonsten, ja, stimmt schon. Aber ich sag mal, Full Special Attack ist halt immer offensichtlich und da kannst du dann das auch. Das Moveset ist meistens auch gleich. Richtig, ja. Man wechselt, glaube ich, meistens immer. Ja, meistens wechselt man immer zwischen einem Move. Also, der vierte Move ist halt immer meistens anders. Ja, entweder Hidden Power Grass oder Ice. Also, ja. Nee, mit dem vierten Move meine ich statt Flammenwurf oder Hitzekoller oder Spukball, falls es es kann, oder Ampelleuchte oder sowas. Spukball kann es, glaube ich, tatsächlich auch. Ja, ist halt irgendwie so ein bisschen stärkeres Blitzer, meiner Meinung nach. Weil Blitzer hat ungefähr fast den gleichen Move-Pool, außer die Feuerattacken. Richtig, ja, richtig. Jo. Ganz genau. Jo. Wunderbar, dann haben wir auch das geklärt. Ja, gut. Ja. Dann, ja, dann danke fürs Zusehen und bis bald auf Fisch. Ja, tschüssi. Und danke, dass du da warst. Gerne, gerne.